Heppa. Und hui. War da oben ein Schalter? Nee. Das hätte ich das mal aktiviert, falls wir hier nochmal lang müssten. Oh, nö. Das machen wir direkt mal aus. Das geht ja nicht. Das ist ja so ein Krawall hier. Wie soll man sich da konzentrieren? So, rechts waren wir. Das heißt, es geht für uns nach links. Und ich bin gespannt. Keine Wache? Eine Wache. Ah, ein Hund. Und jemand mit... selber mit Waffe. Ich hätte vielleicht mal die Harpune benutzen können. Wobei ich die Befürchtung habe, dass wir die unter Wasser noch brauchen werden. Weil wir sehr wahrscheinlich unter Wasser kommen werden. Oder ich weiß, dass wir unter Wasser kommen werden. Das konnte man anhand von Bildern schon sehen. Natürlich, das war so klar. Ich wollte eigentlich gar nicht zur Seite springen, aber so war es natürlich. Das war natürlich alles geplant. Ich wollte eigentlich nach hinten und dann zur Seite laufen, aber so ist auch gut. Da ist die rote Kartenslot-Mechanisme. Und die kloppen wir dir direkt rein. Ja. Knack. Da rappelt es im Karton. Und natürlich ist ein... Wir machen mal die Harpute. Wenn das über Wasser denn auch funktioniert. Ah, verdammt. Ich meine, funktioniert schon. Aber allerdings ist jetzt die Munition leer. Das finde ich nicht gut. Ich lade das nochmal eben. Ich bin ja eigentlich eher der Typ, ich sage ja eigentlich immer, dass ich erst laden möchte, wenn ich auch gestorben bin. Aber wenn es um Munition hier geht mit einer Harpune, dann ist das, glaube ich, schon mal ganz okay. Achso. Tja. Wow. Ist kaputt. Den haben wir auch sinnvoll ausgeschaltet. Gut, die Harpune, die lassen einfach mal bleiben. Und ich renne einfach mal hier direkt lang. So, rollt los, ihr Fässer. Wunderbar. Habt ihr schön gemacht. Kriegt nachher ein Leckerli. So, hier ist sonst aber auch nichts zu holen. Hier können wir auch überall gar nicht hingehen. Und die Teile explodieren ja leider nicht. Auch wenn da Brandgefahr draufsteht. So ist die einzige Gefahr unsere Lara selber. Und zwar für die Gegner. So. Da links war ja ein Kollege. Machen wir den erstmal platt. Wunderbar. Und dann kann der andere jetzt hinterherkommen. Die dramatische Musik natürlich einsetzen. Alles zu seiner Zeit. Ach, von hinten auch noch einer. Drei Stück auf einmal. Aber immerhin nur drei normale Schläger. Das heißt, die sind immer etwas auf Distanz. Und eine Fackel kriegen wir auch noch. Oder mehrere. Ein paar Wunderkerzen. Und Medikit. Hat der andere noch was fallen gelassen? Der war hier oben. Der sieht aber toll aus. So, Schrotmuni. Wir bekommen also auch die Waffe nochmal wieder. Das wäre ja ohne auch ein bisschen langweilig. Sieht schon wieder so beweglich aus. Natürlich. Bin ja gespannt, ob wir das dritte Secret auch noch finden werden. Vielleicht sind wir ja sogar auf dem richtigen Weg hier. Das sieht aber nicht ganz so gut aus. Weit rausziehen können wir das Teil ja auch nicht. Das geht ja technisch jetzt gar nicht. Warum können wir das dann reinschieben? Würde sich dann noch eine Tür öffnen später? Haben wir hier einen Schalter? Weil ich konnte jetzt nicht sehen, dass da irgendwas geöffnet war oder dass es zur Seite noch hätte weitergehen können. Das sieht nach einem Becken aus. Allerdings ist es sehr beckig. Und nicht sonderlich gefüllt. An der Seite ist eine Leiter, das ist schon mal was, das ist schon mal viel wert. Aber auch hier unten kann man nichts erkennen, wo es denn weitergehen könnte, meine ich. Das ist 4 entfernt. 4 kann sie nicht springen. Von da hinten, von der anderen Seite, können wir sicherlich wieder rüberspringen. Aber von hier aus da hoch nicht.
Dann überlegen wir uns etwas anderes. Zum Beispiel, indem wir darüber springen. Ach, guck mal. Auch hier ist das Problem, dass wir jetzt nicht so wirklich weit kommen. Oder? Können wir das doch? Ach, guck mal, wir können den hier rauf, dann... bin ich mal gespannt. Hier unten ist kein Block, ne? Hier ist ja nichts. Da hinten war ja auch nichts. Ich würde den einfach mal von... Wo können wir hier? Müssten wir hier drinnen irgendwo hoch? Ne, hier ist alles dicht abgesiegelt. Ich würde den einfach mal nach draußen schieben jetzt. Von der anderen Seite dann daran. Nach rechts dann von hier aus hin. Und bis an die Kante ran. Und ich habe dann keine Ahnung, was dann passiert. Soweit geht mein Plan nicht. Und ich möchte mal, dass das Rumgeflöte hier aufhört. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück und stelle das aus. Das ist mir zu anstrengend. Lala, flöt, flöt. Hup, hup. Ich kann das auch. Hup. Kommt man sich wie so ein, hier, so und so, ne? So ein Walross da, so ein Dingensviech vor. Ein bisschen. Oder ist ein anderer Alarm? Okay, ist ein anderer Alarm. Dann müssen wir damit jetzt leben. Und auch damit, dass wir gerade eine Minute verschwendet haben. Unseres wertvollen Lebens, indem wir hier rumgerannt sind. Und nichts erreicht haben. So. Wenn ich aber von da, dann... Ich meine, komme ich da dann rauf? Das ist klar, hier, das geht. Muss ich den einen rausziehen von hier aus? Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg. Ich wüsste sonst auch gerade mal nichts. So, jetzt kommt sie natürlich nicht mehr weiter. Nee. Muss ja alles schön in seinen Rastern hier bleiben. Wir kommen hier nicht direkt nach hin. Okay. Ich hoffe mal, ich schiebe das auch in die richtige Richtung hier gerade. Weil da oben war ja noch in der Wand ein Loch, wo man reingehen könnte. Ist halt nur die Frage, wie kommen wir dann auf diesen Block hier, der jetzt vor uns ist, der uns den Weg nach oben ermöglicht. Theoretisch. Aber halt nur, wenn wir da auch raufkommen. Wobei, man könnte von der anderen Seite aus... Ah, das könnte funktionieren. Ist aber geschickt, wenn es denn so ist. Wenn wir von hier... Ne, ja, das dort ist klar, das klappt. So, wunderbar. Ich hoffe mal, das ist ohne komplizierten Anlauf. Jo, wunderbar. Als wäre es so beabsichtigt gewesen. Und hier geht es jetzt auch noch eben einmal zackig. Dann kommen wir hoffentlich nach rechts dann gleich in den Kontrollraum da in irgendwas, dass wir das Becken mit Wasser füllen können. Fände ich mal ganz gut. Oh, da wird geschossen. Sollte mal rumkommen hier. Na, komm rum, ich höre das doch. Gut, mit okay, mit Shotgun ist vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn er direkt vor uns steht. Der ist dabei ja noch zugange. Guck mal, wir hätten auch da auch direkt reinspringen können. Das wäre auch noch cool geworden. Aber hier kommt es ja nicht auf Cooles an, sondern um Erfolg. Und den haben wir teilweise. So, ich wollte mal schauen, ob hier oben nicht da ist. Doch, da siehst du. Kommen wir nicht ran. Verdammt. Warum kommen wir da nicht ran? Gut, die Antwort ist, weil es zu hoch ist. Aber wie kommen wir denn dann sonst da oben hin? Hier ist auf jeden Fall ein Teil in der Decke fehlt. Können wir da denn hochspringen? Hier ist ein Schalterchen. Wahrscheinlich füllt das das Becken da unten. Natürlich, zack, ist es voll. Und leuchtet auch so lustig. Oder ist das jetzt ein anderes? Brauchen wir hier eine grüne Karte für? Ne, das ist ein anderes Becken. Aber was ist denn passiert? Ne, das ist das Becken. Das ist schon ganz richtig. Aber wo kriegen wir denn die grüne Karte her? Der Kerl hat ja nichts fallen gelassen, oder? Oder von dem haben wir schon was aufgenommen, von dem? Ich meine, das wäre auch ein bisschen zu einfach, wenn da jetzt einfach neben der Tür das Grüne liegt. Genau, ich wollte ja hier zurück.
So, ich versuche das einfach mal auf diesem Wege, dass wir hier einfach auch mal hochspringen. Da ist aber trotzdem noch eine Decke, das heißt, sie kann nicht ungehindert hochspringen, da fehlt dann wahrscheinlich nur die Textur. Das geht auch nicht. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert, wenn wir da rauf könnten, weil das wäre dann doch etwas seltsam gewesen, weil das Level, das müsste dann oben ja noch deutlich weitergeführt werden. Da müsste man ja noch in die Entfernung schauen können und sowas. Dann machen wir es mal so, dass wir hier vorbeispringen, ein bisschen Schaden nehmen und den Kopf stoßen. So, hier einfach mal rein. Aber wenn es da oben ist, wo soll man dann da noch hinkommen? Wie soll man dann noch hinkommen? Wenn von dieser Seite sieht man ja, dass da man nicht entlang fummeln kann. Ist da drunter noch irgendwas? Ist hier noch was? Ich wollte gerade sagen, das sah ein bisschen beweglich aus, aber wahrscheinlich bin ich auch nur ein bisschen zu. Also ich glaube, es ist nicht so offensichtlich. Also die Sachen, die halt beweglich sind, die würden offensichtlicher sein. So. Damit man nicht jeden Block jetzt hier, damit man davor stehen bleiben muss und probiert das aus. Aber na gut, dann gehen wir einfach mal auf die andere Seite hier. Ich bin ja mal eben ganz fix. Wer hätte es gedacht? Und höppe hier mal rein. Hier unten noch umschauen. Hier ist aber sonst alles auch fest und gerade. Gut, da können wir theoretisch lang. Wahrscheinlich müssen wir da auch lang. Die Tür ist verschlossen durch die Karte. Die anderen Becken hier sind, oder das andere Becken ist auch leer. Ein bisschen rostig geworden, aber sonst schön. Und da hinten ist wahrscheinlich, das sieht zu hoch aus. Ja, sie ist zu hoch. Ich gehe einfach mal hier außen rum. So, einmal hochgeglitscht. Und natürlich hier oben ist der nächste Schalter. Am einzig sinnvollen Ort dafür. Ach, gucke mal, da geht eine Bodenklappe auf. Okay. Erklärt aber trotzdem nicht, wie wir da hinten denn hinkommen. Falls überhaupt. Oder ich probiere. Nee, das ist doch die richtige Höhe. Da kommen wir doch rein. Ich probiere das mal aus. Vielleicht kommen wir dann ja durch einen ganz langen Gang hier irgendwie drunter durch. Nein! Batsch. So. Bisschen Schaden genommen. Oder? Ist doch zu hoch. Verdammt. Verdammt. Das ist aber nicht so schön. Gut, dann machen wir das anders. Das bisschen Schaden, das lasse ich mal sein. Einfach muss ich jetzt nicht neu laden. Könnte ich natürlich auch, aber ich bin ja nicht so pingelig. Das kriegen wir schon hin durch unser super tolles Geschick, dass wir hier wieder, ne, Welt retten und so. Hier ist auch nichts beweglich. Nee. Gut, dann müssen wir einfach mal hier zurück. Zack. Viel zu tief getaucht. Hätte ich gar nicht den Eintauchsprung machen müssen, aber wir machen das nochmal. Na, nö, geh an Land. Mädel. Wir machen das nochmal ordentlich. Oh, Außenwasser kann sie nicht den tollen Aufzug hier machen. Gut, soll mich nicht stören. So, ist jetzt die Frage, wo wir denn da hinkommen, wenn wir da reingehen. Wobei mich halt noch mehr interessiert, wo wir denn oder wie wir denn hier hochkommen sollen. Weil es ist halt genau ein kleines bisschen zu hoch. Und wir haben hier keinen Block, den wir da reinschieben können. Weil das auch nicht die Schrägen hochgehen würde. Wir haben jetzt nur die Luke, die nach unten geht. Vielleicht ist deswegen ja da oben die Textur fehlend, weil es genau da drunter ist. Warum auch immer das so sein sollte dann. Vielleicht irgendein Fehler. Steckt man ja nicht drinne. So, hier geht's durch. Und wir rutschen schon wieder.
Wir sind jetzt aber viel zu weit unten, als dass wir da oben nochmal hinkämen. Na gut. Was gibt's denn hier so? Da kann man rüber. Das ist von der Entfernung okay. Ich schaue mich erst mal ein bisschen um. Da unten ist Le Secret. Das heißt, da oben müssen wir gar nicht hin. Müssen wir nur hier rüberkommen. Und runter natürlich. Wir können... Ich höre herumgeatme. Wer atmet denn hier? Das ist ja eine Frechheit. Ich speichere nochmal und springe einfach mal ins Wasser rein. Und dann können wir uns da unten rausziehen. Hoffe ich. Sei denn, das Wasser ist eiskalt und wir sterben sofort. Okay, nee, hier sind Taucher. Das ist auch okay. Sterben wir nicht sofort. Sind da einfach Taucher? Kann da mal sterben, bevor ich das tue? Jetzt nicht nachladen. Ey, was sind das? Die Geräusche sind ja schon ein bisschen creepy. So ein bisschen...